Ja, liebe Geschwister, entschuldigt bitte mein Aussehen. Ich bin gerade aufgewacht, ich bin müde geworden und bin auf einmal direkt eingeschlafen. Und bin aufgewacht und sehe gerade halt eben dem, ich spreche so aus, weil die Hunde ganz schnell raus wollten. Die wollten schon ganz schnell raus Pipi machen. Leute, ich habe ein sehr, sehr wichtiges Video. Und das wollte ich eigentlich schon längst fertig machen, die Reihe Angela Merkel besiegt den Islam. Und wer kam da schon wieder, dieser Dämon in mein Leben, ja, um mir schon wieder Einhalt zu gebieten. Dieser, ich will seinen Namen jetzt nicht wieder nennen, der kommt immer dann in mein Leben, wenn es am schwersten ist. Wo meine Mutter Krebs hatte, ja, kam und hat mich verführt. Jetzt kommt er schon wieder, ja, wo wir eine andere schwere Zeit des Lebens haben, wo ich versuche, Menschen zu warnen, ja, und blockt mich ab. Und das ist genau das. Ich wollte in Angela Merkel den Teil fertig machen und jetzt etwas ganz, ganz Krasses, ganz, ganz Wichtiges sagen. Ihr werdet sagen, dass ich spinne, aber ihr werdet sehen. Ich habe euch vor, direkt am Anfang, ich habe viele Videos am Anfang schon gelöscht, die, ich nenne es mal prophetisch sind, ja, wo ich Sachen prognostiziere, die musste ich wieder löschen, weil ich da ein bisschen zu krass abgegangen bin, ja. Und ich muss euch jetzt... Angela Merkel sagte, ja, und das hätte ich schon längst machen müssen. Angela Merkel sagte, wir sollten mehr in die Kirchen gehen, ja. Und ich frage mich, auf was ich gewartet hat. Das Video hätte ich eigentlich schon längst auf Englisch machen müssen, ja, und schon längst Europa warnen müssen, denn wir haben gesehen, was in Spanien passiert sind, schon vor ein, zwei Jahren schon. Wollte einen in Spanien Kirchenanschlag machen. Wir sehen das jetzt in Frankreich. Also ich rede nicht aus Notre-Dame. Notre-Dame wissen wir ja noch nicht. Aber in Frankreich ist das schon passiert. In ganz Europa ist das passiert. Ja, auch in Deutschland. Und der Satan kommt immer genau dann und hält dich ab von diesen Sachen, das zu sagen, was du eigentlich wolltest. Ja, ich gebe zu, das ist auch gefährlich. Vielleicht habe ich mich auch nicht ganz getraut, das schon so früh zu machen. Doch jetzt ist höchster Zeitpunkt. Ja. Wir haben gesehen, als die Frau zu der Angela Merkel gesagt hat, ja, so und so und so und so, was wollen sie denn machen gegen unsere Ängste von dem Islam und hin und her. Und dann sagt die, ja, wir sollten mehr in Kirchen gehen, ja. Und da habe ich mir gesagt, so was, die ist seit so und so lange Jahre, ja, Kanzlerin und hin und her. Und jetzt auf einmal, das ist immer, ihr müsst immer, wenn jemand etwas nie gesagt hat und auf einmal sagt, was hat das für einen Hintergrund, wenn sie böse ist? Entschuldigung, wenn sie Böses tut. Natürlich kommt kein Mensch darauf, weil man denkt, das ist was Gutes. Ja, doch es ist böse. Denn was ist das Böse? Die Ansammlung in den Kirchen sollen groß genug sein, die Ansammlung in den Kirchen groß genug sein, dass wenn Terroranschläge passieren, dass es auch genug Leute trifft. Opfergabe Satan. Genug Menschen trifft. Ich weiß, manche von euch denken, ich bin verrückt. Ich weiß das. Oder denken, was redet der da? Aber wisst ihr, wenn ihr das Böse mal wirklich gesehen habt, wie ich das in meinen Videos gesagt habe, wenn ihr das mal wirklich gesehen habt, ja, und viele von euch haben es ja gesehen, die mir dann geschrieben haben, dass sie das, solche Sachen auch durchlebt haben, dann versteht man das alles auch ein bisschen besser, ja. Und, ach, Leute, was ich euch sagen will ist, geht nicht in die Kirche. Geht nicht in die Kirche, ja. Somit gibt ihr den Priestern auch keinen Grund, in den Kirchen zu sein und sie geschlossen zu halten. Ja, die Türen geschlossen zu halten, nicht wegen den Gebäuden. Nicht, dass die Gebäude nicht kaputt gemacht werden, wegen eurem Leben. Ja, es geht hier um eure Leben. Ja, liebe Leute, Angela Merkel sagte, ja, dann sollt ihr mehr die Kirchen besuchen. Dann, wenn gerade diese ganzen Terroristen kommen und sie sagt, die Terroristen waren nicht der Grund durch die Einwanderung. Ach nein, komischerweise tut die Polizei aber sagen, dass die Terroristen, ja, zu 90% Einwanderer sind. Ja, der Typ in Belgien, ja, Belgien wurde eine Einwanderungspolitik, dafür haben sie sehr günstig von Saudi-Arabien Öl bekommen, das wissen wir alles, Angela Merkel, hör auf zu lügen, ja, du, ja. Belgien, Hochburg, ja, Islams. Der Islam wurde dort als erstes so richtig radikal ausgebildet. Die Menschen waren eine der, ja, die dann am meisten Saudi-Arabien studieren gegangen sind, hin und her ISIS kämpfen gegangen sind und so weiter, Europäer und sowas, ja, die dort dann nach Kämpfen gegangen sind.
für billiges Öl haben die Belgier, ja, ihr Land mit Radikalismus überfluten lassen, ja. Und wir sehen, dass diese Terroranschläge, viele, die anfangs in Europa passiert sind, von vielen Belgiern ausgeführt worden sind, von Einwanderern, wo die Einwanderungspolitik eine andere wurde dafür, ja, dass sie billiges Öl bekommen. Ja? Angela Merkel auf uns zu verarschen. Du, ich sage euch ganz ehrlich, wir sollen allen Menschen vergeben und hin und her, aber dieser Mensch ist so böse. Dieser Mensch ist so böse, was diese Angela Merkel da tut, Leute. Ich sag's euch ohne Scheiß. Ja? Und ich denke mal, ihr wisst das auch. Ja? Ich denke mal, ihr wisst das auch, die meisten von euch. Ja? Was diese Frau da macht. Ja? Sie sagt, geht mehr in Kirchen, jetzt wo diese ganzen Terroranschläge kommen. Und wo vermuten denn diese Terrorleute denn Christen? Denn Christen, ja, die gehen in einen Eissalon, sollen in eine Eisdiele gehen und dann wahrscheinlich noch die Hälfte davon sind Moslems töten. Natürlich vermuten die meisten Christen in den Kirchen, wenn sie Christen töten wollen. Und sie sagt euch, geht in die Kirchen, ja? Und das ist, was ich meine. Angela Merkel, ja, zerstört den Islam in nur 10 Jahren, ja? Denn durch ihre Satan ist ein Vollidiot. Ich verstehe euch, Geschwister, wenn ihr sagt, ich soll das nicht sagen. Aber ich sag das, weil nicht, weil ich will, dass ihr das auch sagt, weil das groß gefährlich ist. Mir ist das nicht gefährlich. Denn Satan kann mich nicht mehr berühren. Ja? Satan kann mich nicht mehr berühren. Ich habe Jesus selbst gesehen. Wenn man selbst gesehen hat, kann Satan dir nichts mehr tun. Denn du hast Jesus selbst gesehen. Wie willst du noch zweifeln? Ja? Als er kam und bei den Videos bei mir Depression Teil 1 und Depression Teil 2. Ja? Wie soll ich jetzt noch zweifeln? Ich kann natürlich noch mich entscheiden für, ja, Satan, das könnte schon passieren, aber ich kann nicht mehr zweifeln, ich kann ihn nicht mehr leugnen. Das geht nicht mehr, ich habe es selbst mit eigenen Augen gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Darum habe ich keine Angst, diese Sachen zu sagen. Ich will auch nicht, dass ihr solche Sachen sagt. Nein. Was ich euch damit sagen will, ist, dass Satan ein Vollidiot ist. Dass ihr versteht, dass Satan so dumm ist, dass er denkt, gegen Gott gewinnen zu können. Er kann nicht mal gegen uns Menschen gewinnen. Nicht mal gegen uns kann er gewinnen. Ich als einzelner Mensch, nicht mal mich kann er für sich gewinnen. Ich mache meine kleinen Sünden, ja, da gewinnt er mich. Aber er kann mich nicht gewinnen, ja. Oder die wahren, ich sage nicht, dass ich will keinen Hochmut haben, sagen, dass ich ins Paradies komme. Aber die Menschen, die jemals ins Paradies kommen würden, gegen die hat er überhaupt keine Macht. Ihr wart stärker als er. Ihr wart stärker als er. Das ist, was ich euch sagen will. Ja? Und diese Menschen, die Satan dienen, die glauben, ja, intelligent zu sein, nein, das sind nur Müll, ja. Das ist, was ich euch damit sagen wollte. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen müde. Auf jeden Fall ist ganz wichtig, geht nicht in die Moscheen, geht nicht in die Kirchen, warnt alle eure katholischen Familienmitglieder oder sonst was, dass sie nicht in die Kirchen gehen sollen. Ich habe euch vor circa 1,5 Jahren, glaube ich, jetzt schon gewarnt und gesagt, dass die Anschläge immer stärker werden, immer stärker werden, immer stärker werden. Falls für die Leute, die länger bei mir dabei sind, ihr erinnert euch, denke ich mal. Und die ihr neu dabei seid, habe ich schon gewarnt, dass der Islam, der Radikalismus, die Wahhabis, ja, die Salafisten ganz genau wissen, dass es jetzt bald vorbei ist mit dem Islam und die nur mit Terroranschlägen antworten können. Sie können ja nicht argumentieren. Mit was wollen sie argumentieren? Mit 72 Jungfrauen im Himmel? Mit 300 Boys, die in den Popo gefickt werden, dabei nicht bluten? Wollen sie damit argumentieren? Versteht ihr? Sie können nur mit Terror argumentieren. Versteht ihr das? Natürlich versteht ihr das. Entschuldigung, das ist meine Art, immer so zu sagen. Vergib mir. Und Leute, es regnet. Ich muss ein bisschen schnell machen. Auf jeden Fall. Das ist es auch jetzt. Pierre Vogel zum Beispiel, die Leute, ja, wie ist der Typ jetzt? Sven Lai, Mai, was weiß ich, ja, der wurde ins Gefängnis gesteckt. Pierre Vogel ist abgehauen, ja, diese ganzen Pseudo-Imame, ja, sind abgehauen, ja. Ibrahim Abu Nagi ist abgehauen, Projekt Luis wurde geschlossen. Allahu Akbar, wo ist Allahu Akbar? Das deutsche Gesetz, Akbar als Allah, ja, Akbar ist größer. Allah Akbar, Allah ist größer. Also nee, wenn Allah größer ist, wieso verliert er gegen das deutsche Gesetz? LIS-Projekt wurde geschlossen. Also deutsches Gesetz,